Diskutier nicht! Körperlich angegriffen. Deine Ex-Freundin war es auch? Nee, unfaithful. Unfaithful. Faithful. To know that I'm happy with some other guy. Okay, ich weiß, euch ist gerade auch schon ein bisschen der Magensaft hochgekommen, aber es ist gute Vorbereitung auf die Folge, denn die Folge wird nicht besser. Sie wird zum Kotzen sein, sie wird zum Arztbesuchen sein, man braucht Hilfe und ciao. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 vom Sommerhaus der Stars irgendwo im deutschen Land. Es geht weiter mit Alexius und seiner fremdgegangenen Vanessa und es geht natürlich auch weiter mit dem Wal und den großen Problemen, den Handgreiflichkeiten, dem asozialen Verhalten, den Beleidigungen, den Vernachlässigungen der Damen und Herren. Und deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Anschauen dieser Folge und los geht's. Letztes Mal Verbohrtheit. Es geht seit Tagen nur um diese Valentina-Geschichte. Jedes Gespräch auch draußen ist auch nur die Valentina. Ich will dich schützen. Muss ich mich hier kneifen lassen. Der schon immer aggressive Proteinpumper war in Folge 3 ja ein bisschen handgreiflich, wird er heute wieder sein. Aber gut, wir können feststellen, die Beziehungen dort sind auf jeden Fall kaputt und genauso auch die einzelnen Kandidaten für sich. Ja, ich konnte sehr schlecht schlafen und mich gefragt, wie ich so weit kommen konnte, dass eine Partnerin einen so ausliefert. Und ich frage mich immer noch seit Folge 1 eigentlich, wie die beiden immer noch zusammen sein können. Welcher Zwang sie weiterhin zusammen sein lässt, weil sie ja komplett respektlos zueinander sind und absolut nicht mit anderen Menschen zusammenleben können. Wir müssen dringend reden. Komm bitte mit. Doch ob diese psychischen Dehnübungen ausreichen, um die ein oder andere kalte Schulter von Team CrossFit wieder aufzuwärmen? Psychische Dehnübung oder psychische Demütigung könnte man es eigentlich nennen. Auf jeden Fall machen sie jetzt im Nachhinein nach den Dreharbeiten ein Paar-Coaching, um ihr eigenes Ego ein bisschen aufzupolieren. Aber ob das Ganze geholfen hat, sehen wir erst, wenn sie irgendwann vielleicht hoffentlich bei Temptation Island auftanzen. Das, was gestern passiert ist, ich kann es immer noch nicht glauben. Und damit meint er nicht sein Fehlverhalten. Nein, er ist absolut unschuldig, der Typ. Als ich dich angestupst habe, sagst du noch, warum stupst du mich an? Willst du mir den Mund verbieten und so einen Scheiß? Nein. Doch, genau das möchte er. Er hat sie ja angestupst, damit sie nicht weiterredet. Er möchte sie kontrollieren. Und das macht er, wenn das nicht mit Worten schafft, mit der Hand. Wir funktionieren nicht. Du redest die ganze Zeit davon, wir funktionieren nicht. Das ist mir bewusst, wir funktionieren nicht. Wir funktionieren aber nicht. Ja, aber Alex, wir funktionieren. Nach gestrigen Aussagen habe ich gesehen, dass du kein Team bist. Darf ich aussprechen? Ja, seh das. Und ja, natürlich muss man auch sagen, nicht nur er ist schuld. Vanessa ist in diesem Format auch nicht die sympathischste. Sie provoziert andauernd, sie ist nicht wirklich nett zu ihm. Sie holt Dinge aus der Vergangenheit hervor und das kommt später auch nochmal. Dann werden wir genauer drüber reden. Du kannst es mir noch 5-mal sagen, dass ich jetzt diejenige bin, die angeblich gestern da was gemacht hat, was nicht okay war. Aber du hast mich auflaufen wann lassen. Fängst du mal an, dir mal was einzugestehen? Ich würde dich niemals auflaufen lassen. Er schiebt natürlich wieder mal die Schuld auf sie, aber ich würde sagen, wenn du selber krank bist, dann bist du erstmal verantwortlich für das, was du machst. Dann sollst du dir mal Hilfe holen. Und natürlich ist dann so ein Triggerpunkt wie seine Freundin, die Vanessa, nicht gut. Weil dann das Ganze noch viel eher, noch viel extremer passiert. Und? Du hast mich hintergangen. Okay, und was hast du getan? Du hast mich hintergangen. Dann ist es so. Ja. Angestupst oder hab, war das für mich war es dich kneißend. Angestupst. Für dich war alles ist immer dramatisch und alles schlimm. Bleib. Angestupst. Ich hab dich nur angestupst. Er ist überhaupt kein aggressiver Proteinpumper-Kleiderschrank, der ständig einfach nur seinen Willen durchsetzen will. Nee, das ist er nicht. Ja, die Szene kommt gleich nochmal im ganzen Kontext. Ich will den Mund verbieten, er will mich leise stellen. Alex, du kneifst so eine Scheiße nicht. Behauptest du. Ich hab dich angestupst, okay? Wenn du uns zwischen anstupst und kneifst, nicht unterscheiden kannst. Nein, das fuckt mich ab, weil dann du Tatsachen verdrehst. Ja, dann geh weg wie immer. Ja, man merkt wieder, die Aggressionskurve, die steigt. Das Eskalationsniveau ist mal wieder ganz weit oben. Und bevor hier vom Angreifen übers Kneifen bis zum Genickbrechen gesprochen wird, gehen sie lieber ein bisschen auseinander. Geh! Wie soll ein Mensch mit dir sprechen, wenn du ständig so Aggressionen hast? Geh, Alter! Erstens, was mir aufgefallen ist, im Intro wurde sie tatsächlich wegretuschiert und zweitens, schon bei Temptation Island hat Christina erzählt, dass zu Hause ja einiges anders abläuft und wenn er hier gegen Möbel tritt, denke ich mir halt automatisch immer, wohin tritt er, wenn sie zu Hause sind? Weil du mir keine Stimme gibst. Weil du schreist. Nein, weil du aufstehst. Ich lasse mich nicht anschreien. Das muss, Alex, das muss aber wirklich nicht sein, hier rumzuschreien. Alex. Und ja, sie haben sich bei Temptation Island kennengelernt. Das war halt ein kleiner Urlaub. Sie waren dort 2 Wochen lang durchgehend besoffen. Natürlich empfindet man dafür einander etwas. Und jetzt im Nachhinein müssen sie eben zusammen sein wegen Temptation Island. Aber jetzt erkennen sie erst, wie die Person in Wahrheit ist. Puh.
ein sympathischer Kerl. Und jetzt für nur ein paar hundert Euro kann man ein Coaching bei ihm abschließen. Da werden einem Ernährungstipps gegeben, die man eigentlich auch googeln kann. Aber okay. Ich habe es ja gleich gesagt bei dem aggressiven Hochfahren, dass das nicht normal ist. Ich wusste sofort, dass Alex so ein Macho ist, der einfach Ego-Probleme hat. Ja, und genau dieses wahre Gesicht haben auch alle Zuschauer erwartet und jetzt eben auch bekommen, denn dieses Gesicht hat man ja schon bei der Couple Challenge damals mit Christina gesehen und er ist im Prinzip immer noch derselbe aggressive Supermacho. Ich wurde laut, weil ich nicht gehört werde, weil mir ins Wort gefallen wird die ganze Zeit. Und dann muss ich lauter werden, um sie zu übertönen. Ja, du, das hat super funktioniert. Er hat Vanessa überzeugt und sie ist jetzt nicht am Heulen. Mm-mm. Weil man mir nicht glaubt, weil ich der maskuline Mann bin. Deswegen. Und das stört mich. Und das weißt du. Und du hast drauf geschissen. Ich kann nicht schönreden. Du hast mich richtig verraten. Nein, hab ich. Hast du? Nö. Diese Verzweiflung. So verzweifelt waren wahrscheinlich auch alle Frauen, die jemals mit ihm zusammen waren. Und diese Hast du? Nö. Szene, die habe ich mal auf TikTok hochgeladen und 1,5 Millionen Menschen haben das ganz spannend gefunden. Okay. Alle Frauen sind für dich unerzogene kleine Göre. Nein, du! Für mich ist das der größte Tiefpunkt dieser Beziehung. Du hast mich richtig verraten. Nein, hab ich. Hast du? Nö. Du warst schon mal in der Show, wo das behauptet wurde. Ich kann dafür nichts, dass du diesen Schmerz hast. Ja, okay, dann lass dich. Du hast es einfach bestätigt gestern. Okay. Sorry, dass ich es bestätigt habe, weil die Kamera gesehen hat, dass du das gemacht hast in dem Moment. Genau das, was Vanessa gerade gesagt hat, denke ich mir. Denn er hat gerade gesagt, dass sie bestätigt hat, wie aggressiv, maskulin, toxisch er ist. Also weiß er selber, dass er das ist. Und jetzt hat er Angst bekommen, weil sie das ja bestätigt hat und er das ja auch weiß. Während die erschütterte Maskulinität im Garten weiter ihre verwundeten Runden dreht, bereiten sich die anderen vor aufs Spiel, denn heute wird jemand gesaved. Ready, Chef? Ja. Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Ich habe mir beim Universum gewünscht, dass wir gewinnen. In den Spielen geht es aber meistens viel mehr ums Erniedrigen als ums Gewinnen. Im Sommerhaus Gauditorium ist Bildung gefragt. Buchstäblich. In einer Lenksportaufgabe gespickt mit Leistungslöchern. Oh nein. Ach, scheiße. Intelligenz in Kombination mit Trash-TV. Um das geht's heute. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, wer überhaupt die Volksschule besucht hat und wer sich damals schon Gedanken gemacht hat, wie er ins Trash-TV kommt. Welches Gemüse raubt einer Prinzessin? Erbse. Dornröschen schläft. Apfel. Mach das A in das Scheiß, in die Scheiß 2. Wo ist das A? Apfel ist kein Gemüse, ist Obst. Okay, wenn man jetzt eine Wassermelone fälschlicherweise als Obst einstuft und nicht als Gemüse, verstehe ich noch. Aber einen Apfel? Naja, mit Nichtintelligenz kommt auch die Aggression. Überleg jetzt. Du bist doch der, der jeden Tag im Garten Obst sucht. Wer kennt's nicht? Man sucht im Obstgarten, weil, ja. Ich esse Chili Cheese Nuggets. Ja gut, das erklärt wiederum einiges. Scheiße. Was ist der medizinische Begriff für die Gebärmutter? Uterus. Uterus, ja, sehr gut. Dann hau den Uterus. Ey, Uterus ist so Arschloch. Nein. Ach, Maurice, ist das das Einzige, was er sich von seiner Geburt noch gemerkt hat? Du musst jetzt geben. Ja, gib mir doch mal, Alter. Ja, wie zu Hause, gib es mir doch einfach mal. Ja. Richtig. Komm bitte, ich habe dich nicht umsonst beim ersten Date genommen. Ach so, ja, das erklärt natürlich auch wieder einiges, denn er hätte natürlich gemerkt, was für eine Person sie ist und dann wäre er nicht zum zweiten Date gekommen und deswegen hat sie sich ihn schon beim ersten Date genehmigt. Wie nennt man ein konstantes Piepen im Ohr? Das ist ein Tinnitus. Lass es jetzt runter! Wenn du ziehst, tut's weh! Lass es jetzt runter! Lass es runter! Ja, danke RTL für die Audiovisualisierung von Valtitis. Das hat uns gut getan und wir werden uns demnächst auch gerne einen Arzt aufsuchen, damit wir diese Show noch überstehen. Wie bezeichnet man eine paarungsbereite Katze? Woher soll ich wissen, was eine Katze ist? Katzen hassen mich. Ja, auch wieder mal gar kein Wunder, denn Katzen verspüren ja, wenn Menschen viel Hass versprühen. Und Katzen merken auch, wenn Menschen extrem krank sind. Untreu! Untreu, ja. Ja! Du bist auf das Wort untreu gekommen. Ich habe an dich gedacht. Was für an mich, Alter? Stimmt, Valentina und untreu. Sie wirft es ja immer Alex vor, weil er der große Fremdgeher ist. Aber jetzt gerade exposed sie ihr Freund und sie selber hat sich in einer Show ja auch schon mal ein bisschen exposed. Bist du schon mal fremdgegangen? Und wenn ja, wann zuletzt? Ja, und apropos untreu und Alex. Häng dich vielleicht mal mehr rein. Guck doch mal, ich stehe auf Zehenspitzen. Ich kann nicht runter. Okay, dann sag mir, wie du es möchtest, damit du es hinkriegst. Gar nicht mehr. Meine Unterarme sind zu. So einen verfickten Bohren. Also auf seinen Zehenspitzen kommt er nicht runter. Merkst du selber, oder? Und ja, man sieht mal wieder, seine großen, dicken Arme sind in Wirklichkeit schmaler als seine charakterlose Persönlichkeit und seine Impulskontrolle. Wir können auch erstmal die anderen machen. Wie gesagt, du redest auch das nicht. U ist du doch hängst fett. Da einfach für dich und boxt rum wie ein kleines Kind gerade. Da kommt jetzt langsam die Ungereimtheit, denn sie war bis jetzt auch immer extrem bockig. Bei allen Spielen hat sie ihn eigentlich dauernd nur
verarscht. Was ist mit dir welchen los? Buchstaben bist Wo bist du gerade mit deinem Buchstaben? Kopf? Ja, vielleicht bei einer neuen Dame, mit der er auch irgendwann fremdgehen möchte. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es ja so. Du machst das T, bitte raus, zu dir. Ihr verfickte Scheiße. Mach jetzt runter. Genau da wird's, glaube ich, richtig krank, wenn er in dem Moment so handelt und vor 10 Minuten noch so drauf war. Hab ich etwas für dein Outfit? Was ist dein Outfit? So, da ist irgendwas extrem durch in der Birne. Da würde ich mich so verhalten wie du gerade. Müsste ich mir schon runter, was anhören. Runter, diskutier nicht! Guck runter. Mal, wie du bist, ey. Beide runter! Respektlos. Apropos so scheiße Verhalten wie der Partner, als Ricarda in Folge Nummer 2 keine Luft bekommen hat, da hat sie laut Maurice ganz still sein sollen. Aber jetzt, wenn Maurice nicht mehr weiterkommt, ja dann darf er natürlich labern, so viel er möchte. Es geht nicht, ja, sieh hier, guck doch hin! Bist du doof oder was? Was willst du gerade von ja, mir? Ja, weißt du, mein Arm wehtut, Mann, nicht hier nicht in den Muskeln oder so, mein kaputter Arm. Gib Gas und hör auf rumzumeckern hier. Hahaha, genau mein Humor. Er jammert rum wie ein kleines Kind, er beleidigt sie, er schreit sie an. Er macht nicht weiter mit dem Spiel, aber dann schreit er, mach doch weiter. Glaubst du, andere schreien die Frauen dann auch so an? Wir müssen uns da wohin machen! Guck, wie du bist. Nee, ganz ehrlich, weißt du was? Lassen wir sein. Was ist das? Ich hab noch diese Scheiße. Ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser extrem kranken Beziehung, würde ich jetzt mal behaupten. Eben, sie ist wieder da, stichelt ständig rum, sie provoziert ihn die ganze Zeit. Er rastet dann natürlich wieder aus, weil das einfach in seinem Naturell liegt. Und dann geht er weg und dann fetzen sie sich und dann... Ja, wir haben unsere Probleme mit dir reingenommen und das hätten wir nicht machen müssen. Ja, das sagt Vanessa und beim Spiel macht sie komplett das Gegenteil. Ich möchte nicht, dass die Beziehung hier kaputt geht. Wir müssen uns wieder flicken, dass wir uns aufbauen, dass wir uns vertrauen, dass wir uns Mut schenken, Energie schenken. Er möchte die Beziehung wieder aufbauen, denn jetzt gerade mit seinem absolut kaputten Image in der Welt wird er nicht ganz so schnell eine Frau finden, die sich auf sowas einlässt. Also muss er Vanessa wieder in seinen Zwang kriegen. Sowas Respektloses. Fang mal jetzt an, Maske zu verlieren, ha? Schämen solltest du dich, schämen! Tja, hätte sie auf alle Zuschauer gehört, die ihr geraten haben, sich von diesem Typen zu trennen, weil er kein angenehmer Mensch ist. Und wenn er schon mehrmals so ekelhaft war, damals mit Christina und mit anderen Partnerinnen, dann wird das auch für immer so sein. Kannst nicht mehr, gerade ehrlich. Überleg mir noch 5-mal, ob ich das hier mit dir echt mehr machen will. Wie viele Frauen hat er eigentlich schon zum Heulen gebracht? Naja, auf jeden Fall sieht er bei sich selbst natürlich immer noch keinen Fehler. Ich hab das nicht im Fett, wie sonst was? Ich hab dich nicht fertig gemacht. Ach, ja? Ich konnte einfach nicht, ich hab Schmerzen. Ja, körperliche Schmerzen, die ist mit deiner Frau wie scheiße hier. Seine Frauen wie scheiße behandeln, ja, das kann man glaube ich bestätigen, wenn man sich die vorherigen Formate mit ihm angeschaut hat und deswegen reicht's Vanessa jetzt. Nein, wir machen gar nichts. Weißt du was, wir machen gar nichts mehr weiter. Du weißt einfach nicht, was du möchtest. Ja, dich nicht mehr. Und auch während der TV-Ausstrahlung dürfen sich die Pärchen im Internet ganz normal zeigen, sie dürfen verkünden, ob sie noch zusammen sind oder nicht. Und die beiden haben es ja geschafft, weil sie ja dieses Coaching machen, aber das hat ja auch schon einmal funktioniert mit einem extrem kranken Pärchen in dem Format. Da sind sie weiterhin zusammengeblieben und irgendwo bei einem Coaching gewesen. Ja, es tut weh! Du bist peinlich! Du bist peinlich! 32 und bin du bist peinlich, so. 23 und denkst, du bist alles, du bist nicht allwissend, alle sind du bist lebensunerfahren. Kurz gesagt, du bist schuld und wer war der Typ, der damals noch behauptet hat, dass Vanessa eigentlich 10 Jahre älter ist von ihrer Reife, also eigentlich sogar älter als Alex selbst. Kopf ist sie älter als du, reifer als du. Die hat 10 Jahre Vorsprung, weil sie so viel Scheiße erlebt hat im Leben. Die ist viel weiter als du. Ja, nein, definitiv nicht. Aber die Scheiße, die sie gerade eben erlebt, die wird sie für das ganze Leben prägen. Weil es gibt Geschäftspartner, die so sehen, ja, die mich halt unseriös finden. Es gibt Familie und Freunde. Verstehst du, was ich meine? Nein, damals hat es keinen Sinn gemacht und jetzt macht es auch keinen Sinn. Denn wenn das hier die Geschäftspartner sehen... Wir müssen uns da wohin machen! Guck, wie du bist. Nee, ganz ehrlich, weißt du was? Lassen wir sein. Ja, und kein Wunder, dass er dann trotz 200.000 Instagram-Abonnenten immer wieder posten muss, dass er ein Online-Coaching hat, aber da sich keiner bewirbt, obwohl er wenig Plätze hat, weil einfach niemand bei ihm sein möchte. Findest du das normal, wie dich verhältst? Richtig so. Keine Einsicht. Immer dieselbe. Null Einsicht. Immer dieselbe. Ihre Mutter. Das hat mich so angeekelt. Und genau das sagen alle Zuschauer gerade jetzt zu ihm. Es ekelt einen an, er ist aggressiv, er ist laut, er ist respektlos. Aber er möchte an sich selber arbeiten? Nein, natürlich ja nicht, weil er ist korrekt. Er macht alles gut im Leben. Wer will zum Kinder erziehen?
wenn du selber nicht erzogen bist. Wir wissen, wo es dann wohin mag. Wenn du selber nicht erzogen bist. Schon und diskutier nicht! Ja, ne, die Frage ist, wie er Kinder erziehen möchte. Aber gut, das war jetzt genug von Temptation Island Geschwafel. Ich bin gespannt, wenn er wieder im nächsten Format auftaucht und ich hoffe sehr, dass es Temptation Island mit Vanessa ist. Akzeptier das! Mach weiter! Akzeptier das! Alle Frauen sind für dich unerzogene kleine Göre. Nein, du! Ich? Ah, du. Und deine Ex-Freundin war es auch? Warum gehst du jetzt auf die Ex-Freundin? Weil es so ist. Boah, das ist jetzt mal eine richtig ekelhafte Aktion von Vanessa. Erstens, weil Vanessa Valentina kritisiert hat, weil Valentina Alex ja immer mit den Fremdgeh-Geschichten beschuldigt. Und zweitens, weil das definitiv was Privates ist, was Vanessa auch im Privaten absprechen kann. Und nicht jetzt einfach nur, um wieder weiter zu sticheln. Bist du stark? Du bist gerade auf dem gleichen Level wie Valentina. Stark? Genau gerne. Das hat Valentina Vielleicht gestern gemacht. Vielleicht ist sie ja auch richtig die Wahrheit. Du bist Dann geh doch zu ihr. Geh, dann gerne. Geh zu mir. Ja. Und wein dich wieder aus und komm mal, Carsten. Ah, der böse Alex, das kannst du doch gut. Schön in die Opferrolle schlüpfen. Böser Alex, das ist richtig. Opferrolle, beide möchten in die Opferrolle. Bei einer Frau geht's natürlich ein bisschen einfacher. Und wenn ich mir das eigentlich durchdenke, dann wäre es nicht gut, dass sie zu Temptation Island gehen, damit er wieder fremd geht. Es wäre eigentlich am besten, wenn die beiden zusammenbleiben und somit keine weiteren Personen mehr belästigen. Warte mal kurz. Ich kann jetzt gerade noch nicht. Bitte? Ja, was möchtest du sagen? Ich habe nichts zu sagen, du hast nichts zu sagen, wir haben beide nichts zu sagen. Dann ist doch gut. Aber trotzdem sollten wir nicht so jetzt da rein. Warte mal kurz. Warte mal kurz, das darf ja keiner erfahren. Genauso anscheinend auf Social Media, denn von den Streitigkeiten bekommt man bei den beiden auf Instagram nie was mit. Und genauso ist es hier jetzt auch. Was zu Hause bleibt, das darf niemand erfahren. Und am Strich passt das hier gerade einfach nicht mehr. Ja. Ich muss mir Gedanken machen. Das hier ist der absolute Tiefpunkt unserer Beziehung. Falls man das überhaupt noch Beziehung nennen kann. Ja, nein, ich würde sagen, das ist keine Beziehung mehr. Die schöne Beziehung war sowieso wahrscheinlich nur damals Temptation Islands, die 14 Tage. Da waren Kameras anwesend, andere Leute. Da hat man nicht sein echtes Ich raushängen lassen können. Ich hab wieder Alarmstufe rot. Alarmstufe tot. Willst du ein Wasser haben? Ja, gerne. Ja. Eine Zigarette, ne? Aber es ist jetzt nicht wegen des Spiels, sondern wegen euch, oder? Ja, wegen dem. Also ausrasten. Während dem Spiel hat man nicht gesehen, dass er getreten hätte. Ich hoffe deswegen nicht, dass es auf dem Weg aus der Halle raus passiert ist. Und kurz mal so ganz trocken, wenn man das Ganze aufrollt, eine Frau kommt heulend auf dich zu, erzählt darüber, wie ihr Freund tritt, ausrastet und gegen die Luft schlägt, dann ruft man doch direkt die Polizei, oder nicht? Das wäre doch sofort Notruf. Ist doch egal, was ich mache, ist irgendwie verkehrt. Wenn der Respekt dann einfach verloren geht, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Männer in dieser Form brauchen Hilfe. Und deswegen möchte Erik jetzt mit Vanessa und Alex gemeinsam sprechen, was ich auch verstehen kann, weil Vanessa eben heulend reingekommen ist und Erik darauf angesprochen hat. Es funktioniert für uns nicht, dabei zuzuschauen. Wenn so ein Kummer entsteht. Ja, wenn halt Grenzen überschritten werden, im Interview kneifst oder anrempelst oder so. Das weißt du doch gar nicht, Erik. Naja, doch, weil gestern ist Vanessa heulend aus dem Interviewraum rausgekommen und hat dann auch ein bisschen darüber erzählt, wie Alex sie gekniffen hat, wie er ausrastet, wie er herumschreit. Und ja, wie gesagt, wenn jemand so extrem fertig mit einem anderen Menschen zusammen ist, dann ist das echt ungesund und da brauchen die echt extrem viel Hilfe. Hast du deine Frau nicht körperlich angegriffen? Ich habe meine Frau niemals körperlich angegriffen. Hör auf, sowas in den Raum, in die Welt zu setzen. Gut, aber wieso? Dann war's ja gelogen. Habe ich dich jemals körperlich angegriffen? Für mich war es natürlich nicht schön, ja. Was sagt ihr zu der Szene aus Folge Nummer 3? War das handgreiflich werden oder eher nicht? Ich meine, man sieht ja, Vanessa hat gesagt, für sie war das unangenehm, er hat sie gekniffen, das hat sie selber auch gesagt. Und dann würde ich schon sagen, dass es eine Handgreiflichkeit ist, wenn er versucht, sie damit zu unterdrücken, damit er groß dastehen kann. Fakt. Aber das ist doch keine körperliche Tätigkeit. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Ich meine, wir sind im Hinterland. Erst wenn Blut fließt, erst dann ist es überhaupt ein leichter Körperkontakt. Ne? Hab ich dich gekniffen? Ist das Kneifen? So? Ist das Kneifen, Digga? Ist das Kneifen? Fass mich nicht an. Ist das Kneifen? Was soll sonst passieren? Ja, es ist Kneifen. Das hat Vanessa sogar selber in den Mund genommen. Und in der nächsten Szene, da bin ich happy, dass niemand den Kopf verliert. Fass mich nicht was an. Was soll passieren? Ja, fass mich was nicht an. Was soll passieren? Ich fass dich gar nichts. Fass mich fass dich nicht an. Ich fass dich ein Move, Digga. Trink mir noch ein Eiweiß. Deine Maske ist gefallen, mein Freund. Ja, Mr. Proteinschrank ist natürlich verletzt, weil er jetzt gemerkt hat, dass seine Maske gefallen ist und dass alle natürlich wieder mal erkennen, was für ein nicht gesundes Männlein er ist. Und Erik ist natürlich verletzt, weil die Ungerechtigkeit extrem groß ist. Ich sehe das Gute in dir und das weißt du. Ich? Ah, und deine Ex-Freundin war es auch? Weil es ist nichts anderes als die Menschen, die uns im Internet haten. Natürlich gibt es auch Leute, die die beiden haten, aber die meisten kritisieren sie, glaube ich. Nur fühlen sie sich so schnell angegriffen, dass sie alle Kritik in Hate umwandeln. In einer Sekunde sprechen die von Trennung, in der nächsten Sekunde küssen sie sich und streicheln sich die Stirn. Schön, aber irgendwie auch ein Stück weit nicht ernst zu nehmen. Ja, ich glaube eher, dass es dasselbe ist wie vor ein paar Jahren mit einem anderen Pärchen, dass die Beziehung einfach so arg manipuliert ist, dass
die eine Person da einfach nicht mehr rauskommt. Und dass ich dir auch Sachen vorwerfe aus der Vergangenheit, das stimmt nicht. Aber in dem Moment mache ich das, weil ich unbewusst dich verletze dich in dem Moment quasi extra. Aber es ist nie meine Intention gewesen, dich zu verletzen. Man merkt mal wieder, wie viel Müll die beiden labern. Sie möchte ihn nicht verletzen, sie verletzt ihn extra. Sie möchte nicht über die Vergangenheit sprechen, sie spricht die Vergangenheit an. Und genau dasselbe passiert jetzt auch auf Instagram. Sie machen ja immer diese Statements zu jeder Folge und diese ganzen Statements sind absoluter Müll. Es macht nicht Sinn, was sie im ersten Satz sagen und im zweiten dann wieder anders behaupten. Schatz, wo sind wir hier gelandet? Die Ärmsten, sie bleiben arm und wer gewinnt heute ausnahmsweise mal wieder? In der schnelleren Zeit haben dies Valentina und Can geschafft. Ihr seid damit vor der nächsten Nominierung geschützt. Normalerweise freuen sich die anderen Kandidaten für das Gewinnerpärchen, aber hier ist einfach nur Ruhe angesagt. Ich kann jetzt die Kameras nicht mehr, ne? Und nachdem an diesem Abend das kleine Gürkchen noch ein wenig geschüttelt wurde, haben sie alle ein bisschen Zeit zum Schlafen, bevor am nächsten Tag dann natürlich wieder eskaliert werden kann. Willkommen zum Spiel, du blöder Mixer. Ja, bitteschön. Oh mein Gott, ist das eklig! Ekelhafte Soßen für die Frauen, aber nur, wenn die ultraschweren Fragen nicht beantwortet werden können. Und wenn man seinen Partner hasst, dann kann man diese Fragen auch nicht beantworten. Was stört mich an dir am meisten? Was stört mich an mir am meisten? Ja, herzlichen Glückwunsch, denn um diese Frage zu beantworten, müsste man einmal im Leben selbst reflektiert haben. Wer von uns beiden ist intelligenter? Vanessa. Falsch. Beide. Beide? Ja, beide. Gestern, da haben sie ja schon genug geschrien und sind genug ausgerastet. Heute ist mal Ruhe angesagt, aber nicht so bei Maurice. Der macht seine Freundin weiterhin Tag für Tag fertig. Wer von uns beiden ist gereizter? Ja, ich. Ja. Ja, komisch, hä? Ja, sieht man ja. Doof, ehrlich, ja. Ja, was? Wer bist du, dass du so mit mir redest? Wer bist du? Ja, auf jeden Fall mehr Mensch als er. Man merkt auf jeden Fall, er ist genauso durch im Kopf wie Alex. Die könnten sich definitiv ein Doppelschrankzimmer buchen und sich dort einweisen lassen. Was ist für mich das Wichtigste in einer Beziehung? Dass das Vögeln gut ist. Respekt. In der Beziehung muss man gegenseitigen Respekt haben. Du bist so doof. Das Wichtigste ist doch Ehrlichkeit. Genau, scheiß auf den Respekt. Das hat Valentin... Nein, warte. Wenn er weiblich wäre, würde er so einen Namen haben. Maurice nie beigebracht bekommen bei der Mami, bei der er immer noch wohnt. Nee, bestimmt nicht. Ja, letzte Mal immer. Nee, ich weiß nicht. Wir haben bestimmt jetzt locker 1-2 Monate nicht mehr gebumst. Maurice Ego nicht nur kaputt, sondern schon tot. Und die nächste Frage, die ist perfekt für einen Alex. Wo fängt für mich Fremdgehen an? Mit den Blicken? Im Kopf. Ach Mann, das müsste er als Fremdgepumper doch wissen. Ich meine, er ist das Paradebeispiel. Es gab natürlich schon ein oder den anderen Vorfall, wo man, ja. Es gab halt viele Gerüchte. Ein bisschen Vertrauen verloren hat, ne? Er sagt, es gab Gerüchte, währenddessen sagt sie was komplett anderes und meint was komplett anderes. Und ja, das Vertrauen hätte ich auch verloren, wenn ich mit einer Person meine jetzige Ex dann betrogen hätte und dann mit ihr zusammenkomme. Also ich betrüge mit dir jemand anderen und dann komme ich mit dir zusammen. Klar habe ich dann kein Vertrauen, oder? Ja, dann lach. Warum lässt er denn deinen Arsch operieren? Weil der dir nicht gefällt. Ich will meinen Bauch für eine Fettabsaugung. Du Vogel! Damit Toxic Maurice Stimmung auch mal ein bisschen angehoben wird, schauen wir mal zur Gewinnerverkündung. Wer erreicht das Nominierungsschutzniveau der oft kritisierten 2? Ricarda und Maurice. Na ehrlich? Nee, warte. Nee, das stimmt tatsächlich. Sie haben die meisten Fragen richtig beantwortet und zur Freude aller Freuden lässt er Tim Toupé auf sich reiten. 5 Paare stehen zur Wahl, 4 dürfen bleiben. 2 sind immun, los geht der Reigen. Ja, aber bevor sie in der Gruppe zusammenfinden, muss sich eine Person noch ein wenig erkundigen. Es gibt doch nur so Eier von anderen Tieren, die sind richtig klein. Warte. Du hast die Wachtel-Eier.
Ja, weil Valentina das Allgemeinwissen von einem ungeborenen Küken aufweist, hat sie sich bei Can erkundigt und später bei der Verkündung steht sie dann groß und breit da und spricht aus, was sie sich gerade eben auswendig gemerkt hat. Zico und Pia. Du meintest ja heute, Can hat keine Eier. Mein Mann hat Cojones, du hast Wachteleier. Google mal, was Wachteleier sind, dann weißt du, welche Eiergröße du hast. Ja, sagt die Dame, die sich vor 5 Minuten erkundigt hat, was diese Eier überhaupt sind. Genau, das ist super. Und außerdem würde ich raten, mit zu großen Kugeln zum Arzt zu gehen, weil solche Dinger zu haben, ist, glaube ich, auch ungesund. So, und ich sag dir jetzt auch noch mal eins. Ich bin Valentina Doronina. Ich rede, wann ich will. Nein, jetzt Mund zu. Ich erlaube es nicht mehr, dass sie weiterredet. Jeder und alles hasst diese Frau, genauso wie Alex. Du bist null gradlinig, weil du... Ich bin 100% gradlinig. Heißt nicht. Warte, lass mich kurz aufstehen. Alex, du hast gerade wieder ihre Hand so genommen und so hat ihre Hand runtergehauen, Alex. Warum machst du das? Weil ich gerade reden möchte. Okay. Ja, schön. Eine weitere Handgrifflichkeit. Er möchte reden, seine Frau redet gerade. Bam, hör auf zu reden, denn ich rede jetzt. Genauso war es schon bei Temptation Island. Schockiert. Erst dann fing das an, dass ich auch tagsüber den Kontakt gesucht habe, weil tagsüber hatte ich bis dato den Kontakt immer blockiert. Ja, ich würde ihn gerne mal blockieren, aber gut, wer sonst nichts kann, der wird einfach handgreiflich, denn das geht halt einfacher bei einer zierlichen Dame. Die Zeichen stehen auf Muskelschwund. Nominiert sind die 2 Paare mit den meisten Stimmen. Sie müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Alex Vanessa gegen Judith und Erik. Ich bin gespannt, wer da gewinnen wird. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, aber das sehen wir dann in Folge Nummer 5. Du sagst zu mir Verräter. Lächerlich, Mann. Jeder schreit dir, pusht mich noch viel mehr. Mann, was ist mit dir? Was bist du für ein Psychopath, Mann? Siehst du, Alter? Ja, wie wir sehen, wird's nicht weniger krank werden. Wenn ihr Temptation Island, die neue Staffel, nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal da oben kostenlos abonnieren, denn da oben gibt's die erste Folge, hier unten die ganze Staffel von AYTO, das kommt wieder am Donnerstag und Temptation Island am Dienstag. Und dann würde ich sagen, bis dahin, danke fürs Zuschauen, alles Liebe und ciao, ciao. Ich gehe jetzt was essen und mich beruhigen.